Ja, hallo allerseits. Ich glaube, wir sind wieder live und heute nicht nur 2x50% der Mantika, sondern wir sind heute 3x33,3 Periode% der Mantika. Denn im Hintergrund steht unser Sohn, der unbedingt heute mit dabei sein wollte und jetzt aber zum Fußball geht. Fußball! Du kannst gerne noch einmal kurz auf Wiedersehen sagen. Tschüss, es war eine schöne Zeit mit euch. Tschüss, Kurt. Ja, und nun auf geht's. Vielleicht waren wir ja noch gar nicht live. Ich schaue gleich mal, ob irgendjemand online ist. Aber ich sehe, es sind schon einige online. Hallo da draußen. Ich freue mich, dass wir Leute dabei haben. Wenn wir uns jetzt gleich um ein spannendes Thema, über ein spannendes Thema unterhalten. Aber erst einmal möchte ich die noch verbliebenen zwei Drittel der Mantika vorstellen. Meinen wundervollen Mann Roé. Hallo, ich freue mich, dass ich aus zwei Drittel der Mantika heute angesagt werde, anmoderiert werde. Das freut mich ganz besonders. Ich fühle mich zwar immer so wie 50% der Mantika, aber ich nehme auch zwei Drittel. Ich freue mich, dass ihr heute alle wieder dabei seid. Und was machen wir denn heute, Kirsten? Ja, heute haben wir ein Thema, das mich immer wieder begeistert. Es wird sehr oft gefragt nach diesem Thema. Und zwar geht es darum, warum beantworten Tarotkarten Fragen, die wir haben? Also du meinst so, warum lege ich die Karten und dann weiß ich, was ich tun muss? Ja, oder warum Karten überhaupt so etwas tun können, wie Fragen beantworten. Das ist eigentlich das Thema. Ja, das ist ein spannendes Thema, ne? Man könnte auch sagen, warum funktioniert Kartenlegen? Das ist natürlich jetzt das pädagogische Formulierung, ne? Ganz genau. Ja, was ist denn deine Ansicht darüber? Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Warum funktioniert Kartenlegen? Ja, das ist so das Thema, warum funktioniert Kartenlegen? Und ich habe natürlich, wie ich begonnen habe, für andere Personen Karten zu legen, dann Antworten zu lesen zu können in der Bildersprache, die dann das Gegenüber fasziniert haben, da war ich so am Anfang, wieso geht denn das überhaupt? Und ich habe lange, lange da für mich nach einer Antwort gesucht. Für mich persönlich würde ich sagen, sind die Karten sowas wie eine Landkarte unseres Unbewussten. Und sie zeigen uns, ob wir jetzt wollen oder nicht, einen Weg auf. Unabhängig, ob wir den Weg dann gehen wollen. Und ich finde das sehr spannend, denn da habe ich dann Möglichkeiten für Entscheidungen. Warum ist die Banane krumm, fragt Melanie in der Tat. Darauf gibt es bereits eine Antwort, nachzulesen in der EU-Verordnung 732. Gut, ich glaube, die wird jetzt gleich von allen ergoogelt werden. Aber in der Tat, was Melanie sagt, bringt mich auf meine persönliche Antwort zu diesem Thema. Mir persönlich ist es eigentlich total Wuppe, warum Kartenlegen funktioniert. Ich weiß, es gibt da draußen sehr viele Menschen, die diese Frage sehr bewegt und die da auch immer dem auf die Spur gehen wollen und auch dazu viele Gedanken äußern. Aber ich halte das so, wenn ich mich in ein Auto setze, das mich von A nach B fährt, da habe ich auch kein Interesse daran, wie der Motor jetzt aussieht und warum der Motor arbeitet, wieso dieses Auto überhaupt fährt oder warum ein Flugzeug fliegt. Für mich ist wichtig, dass ich von A nach B komme. Und genauso ist es beim Kartenlegen für mich wichtig, dass ich damit Antworten bekomme, aber nicht unbedingt, warum ich damit Antworten bekomme.
Aber das, was du gesagt hast, Landkarte des Unbewussten, ist natürlich eine der beiden gängigsten Erklärungen. Ja? Also es wird gerne gesagt, dass die, dass unser Bewusstsein sich über Sprache ausdrückt. Und wenn wir aber an unser Unbewusstes wollen, an Dinge, die wir nicht so genau ausdrücken können oder verdrängt haben, dass dann uns Bilder am besten weiterhelfen. Und da ist natürlich der Tarot total geeignet mit seinen 78 Bildern, die das Unterbewusste wiedergeben können. Ich glaube, Roy, du bist wieder... Ja. Ja, ich höre dich. Ich dachte, du bist ein... Es ist genauso schön wie die Bananenverordnung der EU. Es ist unser heutiges Thema. Ja, aber würdest du das auch so sehen, dass das Bild, dass die Sprache des Unterbewussten Bilder sind? Ja. Ja, das habe ich auch schon gesagt. Gut. Ich habe das dann nochmal in anderen Worten wiedergegeben und ich glaube, das wird heute eine kurze Live-Schaltung. Ich finde ja auch deine andere Erklärung, die du uns sicher noch erzählen wirst, sehr spannend, wenn du sie uns erzählst. Vielleicht lässt uns ja ein bisschen auf das nächste Video warten, auf die nächste Aussendung warten. Ja, also wir haben uns vorhin darüber gestritten, wer die zweite Erklärung macht, warum das Kartenlegen funktionieren könnte. Ich habe, glaube ich, verloren, denn mein Mann schiebt mir hier gerade den schwarzen Peter zu. Neben dem Thema, dass Bilder einfach eine Sprache des Unbewussten sind, gibt es immer noch die Erklärung der Synchronizität, die von Carl Jung ins Spiel gebracht wurde, nicht unbedingt im Zusammenhang mit Kartenlegen, aber im Zusammenhang mit Nachrichten erhalten, die bedeutsam sind. Das heißt, dass wenn etwas gleichzeitig geschieht, wenn ich zum Beispiel eine Frage stelle und dann im Außen etwas geschieht, was ich dazu, zu dieser Frage in Bezug setzen kann, das nennt er Synchronizität und das ist das, was beim Kartenlegen auch passieren könnte. Aber das ist eine These, ne? Das ist eine These, es ist aber auch gar keine so abwegige These. Tatsächlich ist es ja so, dass wir jede der 78 Karten in einem Deck zu jeder Frage in Bezug setzen können und dann daraus eine sinnvolle Nachricht ableiten können. Ganz genau. Von daher funktioniert ja das Kartenlegen anscheinend einfach nur, weil irgendein Bild zu uns spricht in dem Moment, in dem wir die Karte ziehen und mit dem arbeitet, was wir beim Tagbewusstsein nicht unbedingt, was wir nicht unbedingt in Worte fassen können. Brauchen wir auch in dem Moment gar nicht, weil unser Unbewusstsein arbeitet ja dann schon. Und die andere Frage, die sich mir dabei aber stellt, ist, wenn das mit unserem Unterbewusstsein arbeitet, dann müsste das Kartenlegen natürlich funktionieren, wenn ich mir selbst die Karten lege und mich dann mit dem Bild auseinandersetze. Aber was ist, wenn jemand anderes für jemand anderen die Karten legt? Also für eine dritte nicht anwesende Person? Also einfach, wenn ich jetzt jemand anderen die Karten lege, ja, der vor mir sitzt, dann arbeite ich ja mit den Karten und mit meinem Unterbewusstsein. Nein. Nein? Würde ich nicht so sehen. Ich würde es so sehen. Wir arbeiten mit einer Grundsprache, also Grundvokabular der Karten. Also für mich ist diese Bildersprache der Karten genauso wie ein Vokabular. Ja, also hat eine eigene Sprache. Und für mich hat jede Karte 1, 2, 3 Vokabeln, die ich einsetzen kann. Mhm. Ja. Und mein Gegenüber stellt eine Frage und ich gebe ihm aufgrund des gezogenen Bildes die Vokabeln, die für mich stimmig sind oder was mir gerade in dem Moment ich sagen kann. Mhm. Ja, Christopher verbunden mit meinem Grundvokabular, das sich auf die Karte bezieht. Ja, und Christopher schreibt dazu hier auch, die Bedeutung entsteht im Betrachter,
oder in der Betrachterin. Das heißt also, dass egal wer die Karte zu dem Zeitpunkt zu einer Fragestellung betrachtet, die Antwort dadurch bekommt, dass er oder sie dieses Bild betrachtet. Ja? Ja. Okay. Ja, und das ist das Erste. Aber wichtig ist auch, was löst es in ihm aus? Mhm. Und das Auslösen ist ja das Wichtige. Nicht das, was ich ihm sage, das ist immer schön, ne? Die salbungsvollen Worte des Beraters oder der Beraterin. Aber wichtig ist, was löse ich aus im Fragen? Mhm. Ja, in dem Zusammenhang ist es natürlich super, wenn der Fragende die Karte auch betrachten kann. Ja. Weil etwas dann sofort in ihm oder ihr arbeitet und das Bild nach Hause genommen wird. Das haben ja auch schon ganz viele Leute gesagt, dass sie gerade so ein Bild dann besonders mitgenommen haben aus den vielen Karten. Und das hat noch ganz lange in ihnen gearbeitet, in ihren Träumen gearbeitet. Und nach konnten sie anhand dieses einen Bildes dann etwas für sich lösen. Oder sie haben das Bild dann irgendwo gefunden und für sich nochmal reproduziert in einer Form. Und das war ihnen sehr dann immer präsent und das hat sie dann auch hat ihnen dann auch geholfen. Ja, da sind wir wieder bei dem Thema der Synchronizität oder bei dem Thema, dass wenn einem etwas auffällt, vielleicht auch angestoßen durch eine Tarotkarte, dass man es dann im alltäglichen Leben immer wieder sieht, bis man es so für sich durchgearbeitet hat. Ja, genau. Ja. Gleichzeitig funktioniert das Kartenlegen ja aber auch, wenn ich das nur über E-Mail mache oder wenn ich praktisch eine Frage per WhatsApp schicke, bekomme und dann einfach was dazu sage oder auch ohne jeden Kontakt einfach jemanden eine Frage beantworte, die ich gar nicht kenne, per Online-Tool oder so etwas. Das geht ja alles. Ja. Wie meinst du, wie funktioniert das? Ich glaube, wir müssen uns da von zwei Dingen trennen, die für uns sehr präsent sind. Und zwar, das ist das, was wir heute unter Zeit verstehen, ja, diese 24 Stunden. Denn diese 24 Stunden haben wir erst seit der Einführung des Industriezeitalters oder noch schlimmer gesagt, seit Einführung der Eisenbahn. Ja, vorher war es eigentlich egal, ob bei uns es wirklich 12 Uhr Mittag ist oder nicht. Ja, das hatten wir dann, wenn bei uns die Sonne am höchsten stand. Mhm. Ich glaube, wir müssen uns von diesem Zeitbegriff hier ein bisschen lösen. Und oft ist es so, dass man etwas fühlt. Und genau in dem Moment trifft dann was ein und dann telefonierst du mit einer, ja, ich habe in dem Moment auch an dich gedacht. Ja? Und das sind Schwingungen, meiner Meinung nach, die losgelöst sind von Zeit und Raum. Mhm. Und dann kann ich, ohne dass ich auf die Uhr gucke und sage, so, jetzt ist es diese Uhrzeit, dann löse ich etwas aus und dann ist es unabhängig von diesem, ich nenne es mal Parameter, Zeit. Also statt quantitativer Zeit arbeiten wir beim Kartenlegen mit qualitativer Zeit? Ja, wenn das so ein Begriff ist, ja. Ja, ich habe auch meiner Meinung nach. Ja, ich habe auch immer den Eindruck beim Kartenlegen, dass ich mich quasi in so ein Feld begebe, wenn ich mit den Leuten zusammenarbeite, ob am Telefon oder tatsächlich persönlich und da mit ihnen drin bin, sozusagen. Es ist so ein bisschen wie beim Familienstellen, fühlt sich das manchmal an. Kann natürlich dann auch gar nicht so gut sein, ne? Dann kann es zur Übertragung kommen, da muss man auch ein bisschen auf sich aufpassen. Aber diese Erfahrung habe ich auch. Und in diese Richtung so ein bisschen geht vielleicht auch die Frage, die Melanie hat. Sie fragt, oh, ich muss leider nochmal meine Brille. Ah, die Brille. Die Brille genauer kommt gucken. Jetzt, ja. Jetzt ist es natürlich weg. Moment, das gibt's ja nicht. Melanie, deine Frage soll vielleicht nicht gestellt werden, aber nein, jetzt kann ich sie sehen. Wie kann ich unterscheiden, ob es Infos aus höheren Sphären einer höheren Weisheit sind oder eine Spiegelung meiner selbst? Ist das wichtig? Ist das wichtig, woher ich Unterstützung bekomme oder ist es wichtig, dass ich Unterstützung bekomme? Aus der Sicht des Fragen. Ja, also ich glaube, worauf das abzielt ist, was ich ja auch immer finde, was Kartenlegen
anders macht, als jetzt einfach, wenn ich zum Psychologen gehe, dass ich eine, dass diese Nachrichten irgendwie nicht nur aus mir herauskommen, sondern auch noch aus einer anderen Quelle, die ich jetzt nicht unbedingt als göttlich bezeichnen muss. Kann ich machen, wenn ich das will. Aber ich glaube eher, dass gerade wenn ich jemand anderen die Karten lege, dieses Feld, was ich gerade beschrieben habe, dazu führt, dass man nochmal eine zusätzliche Perspektive zu der eigenen bekommt. Ja. Kannst du das nachvollziehen, was ich meine? Nein. Das sah so aus. Nein. Kannst du es vielleicht anders erklären? Ich versuch's nochmal. Also, als ich angefangen habe mit dem Kartenlegen, habe ich ja gar nicht mehr die Bilder angeschaut, sondern immer nur Worte. Das fand ich ganz cool. Deswegen habe ich mir auch das Crawley-Deck am Anfang gekauft, weil ich einfach mit den Worten am besten was anfangen konnte. Und aus den Worten heraus habe ich dann intellektuell abgeleitet die Frage beantwortet. Okay. So, wenn auf der 3 der Schwerter Kummer stand, dann habe ich halt Kummer überlegt, ne? Okay. Nach und nach im Laufe des Kartenlegens habe ich mich immer mehr von den Worten gelöst und bin immer mehr in die Bilder hineingegangen und habe dabei auch immer mehr über diese Bilder gar nicht mehr mit den Vokabeln, die ich gelernt habe, in Verbindung gebracht, sondern die Bilder fingen an, im jeweiligen Zusammenhang mit mir zu sprechen. Mhm. Das ist das eine, was entstanden ist. Das andere aber auch, was passiert ist, ist, dass wenn ich ein Bild dann einfach betrachte heutzutage, ich nicht nur diverse Vokabeln abspulen kann, ich nicht nur das Bild sehe und es im Kontext mit den anderen Bildern setze und dadurch nochmal eine spezielle Nachricht habe, sondern auch etwas anderes noch zu mir kommt. Zum Beispiel entweder die Gewissheit, dass da alles gut wird, relativ schnell, oder aber auch die Gewissheit, dass das nicht so schnell gut wird. Und das kann ich aber nicht so sehr den Karten entnehmen. Vielleicht auch, weil in der Position etwas, in der Endposition etwas liegt, was dem entspricht, sondern es entsteht eine Gewissheit in mir, die ich nicht aufgrund der Karten habe. Und das ist vielleicht das, was ich mit dem göttlichen, höheren oder sonst etwas in zusammenbringen würde, was Melanie vielleicht meint. Oder kann es auch nur sein, jahrzehntelange Erfahrung, die einem eine Form von reaktionsschneller Informationsausgabe gibt? Ja, natürlich. Also es ist wie beim Autofahren, wenn du das tagtäglich machst und immer jetzt am Limit bist, dann hast du eine andere Reaktionsfähigkeit als wie der nur alle 14 Tage mal das Fahrzeug kurz mal um den Block führt. Ja, das kann natürlich auch sein. Ich tue mich halt auch damit schwer, ob das jetzt eine höhere Weisheit ist, die da über mich kommt, weil ich ja genauso gut auch schief liegen kann mit dieser höheren Weisheit. Und diese höhere Weisheit, es wird alles gut oder es wird alles so schnell nicht so gut, die werde ich auch sicher niemals dann dem Menschen, der vor mir sitzt, kommunizieren, weil dann würde ich das Gefühl haben, ich spiele Gott. Aber vielleicht entsteht es einfach auch da aus psychologischen Zusammenhängen, weil da eine Person mir gegenüber sitzt. Ich nehme sie wahr. Ich nehme wahr, wie sie drauf ist, ob sie eher jemand ist, die sich passiv ihrem Schicksal ergibt oder sagt, nein, ich werde da auf jeden Fall kämpfen. Ich nehme die Karten wahr. Ich nehme meine eigene Haltung in bestimmten Themen wahr. Und daraus entsteht dann etwas, als ob das eine höhere göttliche Weisheit ist, die mir da entgegenkommt. Nochmal. Ist es wirklich wichtig, dass ich hergehe und sage, das habe ich jetzt aus einer höheren göttlichen Weisheit oder das habe ich aufgrund von jahrzehntelangen Kartenlegen mit täglich 5 Klientinnen, Klienten? Es ist doch wichtig für den Fragesteller, für den Fragenden, dass er von seinem Gegenüber etwas mitbekommt, was ihm hilft,
in seiner Situation das Beste draus zu machen und vielleicht die Situation so hin zu verändern, dass er am Schluss glücklich ist. Also ich, wie es für dich uninteressant ist, warum ein Motor funktioniert, das Fahrzeug muss dich einfach von A nach B bringen, genau das Gleiche gilt ja vielleicht für dieses Thema. Es ist doch völlig wurscht, woher ich das habe, meine lauen Worte, die in einer Beratung kommen. Wichtig ist doch, kommen die Worte an? Naja, das ist total klar, das gehört ja auch alles zusammen. Melanie hat diese Frage ja auch einfach nur aus Interesse gestellt, ohne dass sie, dass da jetzt eine Notwendigkeit dahinter ist, dass das tatsächlich so ist. Aber ich finde es ganz interessant, mal darüber zu spekulieren, vor allem, weil mich das manchmal auch erschreckt, dass ich Bilder bekomme, die, ich bin ja eigentlich gar kein Bildermensch, ne? Ich träume nicht, und ich stehe halt sehr auf Worte, und wenn dann auf einmal ich Bilder habe, finde ich das schon seltsam. Ne? Bei dir ist das ganz anders. Es gibt Dinge, die musst du akzeptieren. Ja, und genau, da hat Christopher jetzt auch nochmal was Wichtiges gesagt, was ich jetzt auch noch vielleicht eingeworfen hätte. Die Leute, die zum Kartenlegen kommen, die erwarten ja auch irgendwie so ein bisschen, dass wir eben nicht nur ihnen jede Karte psychologisch pro und contra erklären, sondern dass da ein Hauch von Magie mitschwebt, ein Hauch von nicht erklärbarem, mystischen. Deswegen fasziniert die Leute ja das Kartenlegen, auch wenn sie es erklären wollen, genauso wie Leute gerne in eine Zaubertrickshow gehen und eigentlich dann aber auch wissen wollen, wie die Zaubertricks funktionieren. Ja, dort bin ich in der Illusion, ja. Da weiß ich, ich habe einen schönen Abend und der vorne macht eine gute Show, wenn er gut ist. Ne? Von da gesehen, ja. Ja, ihr da draußen seht, also einerseits freut es mich, dass ihr hier rege mitkommuniziert. Auf der anderen Seite merkt ihr, Roy und ich sind nicht wirklich die Experten für dieses Thema, weil wir beide... Ich glaube, muss ich einhaken, das stimmt nicht. Ich hab dazu meine Meinung, und meine Meinung ist, dass der Großteil ist ganz klar Erfahrung, die man über die lange Zeit sammelt. Und ob ich heute meine Eingebung aus irgendeiner anderen Dimension bekomme oder ob das ein Erfahrungsschatz ist, glaube ich, für den Fragenden nicht wichtig. Ich glaube, das ist für uns, die Karten legen, interessant, aber nicht für den Fragenden. Ja, das kommt auf den Typus an, glaube ich. Ne? Ich habe Leute, die jetzt auch gerade zur Astrologie kommen und einfach nur hören wollen, was ich ihnen sage. Aber andere wollen das genau erklärt bekommen, warum jetzt der Pluto das oder jenes macht. Astrologie ist vielleicht auch nochmal ein gutes Beispiel, geht ja in eine ähnliche Richtung. Auch da spielen die Jahre der Erfahrung echt eine große Rolle. Wenn man so und so oft einen Pluto-Transit durchs dritte Haus beschrieben hat, dann wird man feststellen, dass da immer ähnliche Themen sind, und dann kann man halt gewisse Sachen runterspulen und gleichzeitig nochmal tiefer auf das Individuum, das vor einem sitzt, eingeht. Und genauso ist es, wenn ich 100-mal das Rad des Schicksals gezogen habe, dann weiß ich bestimmte Dinge einfach, ne? Wie beim Klavierspielen, das hast du vorhin mit dem Autofahren, glaube ich, auch so ausgedrückt, und kann aber zusätzlich nochmal etwas sagen, was Anfänger beim Kartenlegen nicht sagen können, eben weil ich dieses Grundgerüst habe und darauf Variationen spielen kann. Und es kommt noch etwas dazu, wenn heute jemand genau sagen kann, woher das kommt, was wir dieses Wissen nennen, da bin ich 100% überzeugt, gäbe es bereits Publikationen darüber und die Person wäre reich. Ja. Das ist übrigens die Frage, die mich seit jetzt dann 30 Jahren umtreibt. Warum funktioniert das Kartenlegen? Ja, warum? Es gibt keine befriedigende Antwort darauf. Und eben, wenn ich es wissen würde, ja, wie gesagt, würden wir heute keinen Livestream haben. Ja, und bei mir ist es wirklich nie so gewesen, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe.
Auseinandergesetzt habe ich mich damit, aber dass es mich in irgendeiner Weise interessiert hätte, wirklich die Antwort. Das gehört aber einfach zum Repertoire. Viele Leute fragen das. Ne? Eine andere Frage ist natürlich auch immer, wenn ich eine Frage zweimal stelle, ziehe ich dann dieselben Karten? Das ist ein Thema, was wir vielleicht uns für einen anderen Live-Chat aufheben. Wir wollen ja auch nicht alle unser Pulver verschießen. Und ich denke, wir haben das... das meiste, was zu diesem Thema zu sagen ist, auch ausgereizt. Ich denke, das ist auch ein Thema, da gibt es zuerst mal nur, entweder interessiert es mich oder nicht. Und wenn es mich interessiert, dann habe ich relativ wenig Gestaltungsspielraum. Anders ist es, wenn ich über eine Karte aus den 78 Bildern sprechen kann. Und dann können wir daraus ein abendfüllendes Programm machen. Aber bei diesem Thema funktioniert Kartenlegen oder auch warum funktioniert Kartenlegen, da ist man relativ bald auf sein Glauben oder auf seine Sichtweise festgelegt und dann wird es schwer. Ja, das ist so meine Erfahrung. Ja. Und es bringt einen auch nicht wirklich weiter, weil man über dieses Nachgrübeln einfach die Chance verliert, sich wirklich einfach mal fallen zu lassen, wenn man Karten legt, ob man nun Skeptiker ist oder nicht, und zu schauen, was passiert denn, wenn ich ein Bild betrachte. Und das ist das einfach Wichtigste beim Kartenlegen. Genau. Das ist richtig. Und wenn ich nur hergehe und sage, ja, funktioniert das Kartenlegen, vergesse ich ja was ganz Wichtiges. Ich gehe jetzt zum Kartenleger, weil ich ein Thema habe, das mich gerade bewegt. Und das sollte die Motivation sein, zum Berater ihrer Wahl zu oder seiner Wahl zu gehen und nicht, warum funktioniert das? Eher noch, kann das gut und fängt er mich genau in dem Moment auf, wo ich gerade stehe. Ich glaube, das ist das Thema. Ja, sich auch so. Ja, ich denke, damit sind wir am Ende des heutigen Themas. Wir werden am Freitag wieder online sein, auch wieder um 17 Uhr, mit einem sehr interessanten Thema. Es wird darum gehen, dass wir euch mal zeigen, was wir alles so mitnehmen, wenn wir auf Reisen gehen. Und wir reisen natürlich niemals ohne unser Handwerkszeug. Und wie das genau aussieht, das verraten wir euch beim nächsten Mal. Weil beim nächsten Mal sind wir tatsächlich auf Reisen und wir sind selbst ganz neugierig gegenseitig, was wir auf Reisen alles so einstecken. Nehmen. Genau. Habe ich denn auf Reisen überhaupt? Wir wissen es nicht. Ich denke schon, dass du was dabei hast. Meistens hast du mehr dabei als ich. Ja, deine Sachen, ne? Das stimmt. Ja, wie gesagt, am Freitag sind wir unterwegs und schaut dann einfach wieder vorbei, wenn ihr Zeit habt. Und gibt es noch was zu sagen? Nein, es gibt auch keine weiteren Anmerkungen mehr von außen. Ich glaube, wenn ihr noch weitere Fragen habt oder Gedanken, dann schreibt ihr sie einfach wie üblich in die Kommentare und wir kümmern uns später darum. Eine Sache möchte ich noch loswerden. Wir haben jetzt auch einen YouTube-Kanal, den wir anfangen zu befüllen. Das ist wirklich sehr lustig, was Corona einem alles für Möglichkeiten verschafft, von denen wir erst so in 5, 6 Jahren geträumt haben, dass wir sie mal tun werden. Aber so langsam wird bei unserer Zeit auch wieder knapper, denn tatsächlich können wir uns jetzt wieder etwas freier bewegen, wieder etwas mehr arbeiten. Mehr Leute wollen wieder die Karten gelegt bekommen. Dennoch werden wir hier das, was wir jetzt hier langsam aufbauen, weitermachen, denn es macht uns großen Spaß. Und je mehr ihr kommentiert, mitmacht, umso mehr Spaß macht es uns dann auch weiterhin. Ja, dafür denke ich, damit verabschieden wir uns für heute. Oder möchtest du noch etwas sagen? Ja, danke, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr uns mit Fragen unterstützt habt, dass ihr Interesse an unseren Themen habt. Das freut uns natürlich beide. Ja, und was ich noch sagen möchte ist, never give up. Never give up. Bis bald. Wir sehen uns hoffentlich am Freitag. Macht's gut. Ja, bis dann.